Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück bei Manifold Garden. Wir stehen hier in dieser großen Halle. Da bin ich das letzte Mal angekommen. Ich habe mich beim letzten Mal ja schon ein bisschen umgeguckt. Ich weiß, da hinten ist ein Wasserfluss. Ein Fluss? Ein Wasserfluss. Ist ein Fluss. Ich muss hier oben auf jeden Fall zwei Teile reinsetzen. Das eine wird... Ich war eben ganz kurz der Meinung, man könnte es ja machen wie in Minecraft, aber das geht ja nicht. Ist ja kein Minecraft. Eins wird hier drüben diese Brücke aktivieren, das andere wird da drüben das Feld wahrscheinlich befreien, nehme ich mal an. Die Frage ist jetzt jedoch für mich, wo finde ich denn diese Teile? Hier unten vielleicht? Das war die Mühle. Genau, ich muss wieder reinkommen, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Andere Sachen gespielt. Das sieht aber schon cool aus. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir hier jetzt eben die Sachen finden, die wir brauchen. Also hier wird auf jeden Fall aktiviert. Das sehen wir ja schon. Haben wir da was tätigen? Wieder drüben das aufgemacht? Aber ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, wo ich hier die entsprechenden Teile kriege. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch am Ende der letzten Episode hier ein bisschen geschaut. Da drüben muss auch noch eins reingesetzt werden. Ich denke, man bewählt einfach mal da an die Decke fallen. Damit ich da an die Decke fallen kann... bräuchte ich eine Fläche über mir. Nein, unter mir. Ihr seht, ich bin hier gerade so ein bisschen verloren, aber es wird sich gleich ändern. Indem ich nämlich das hier jetzt nehme. Jetzt kann ich hier runter. Und dann schauen wir doch mal, ob ich hier unten irgendwie vorwärts komme. Wenn ich hier ins Zentrum gehe. Und hier ist es eine Glasscheibe. Da geht es leider nicht weiter, aber es ist eine schöne Perspektive, die man von hier hat. Das muss man schon sagen. Nur wo sind denn die Teile, die ich brauche? Eventuell kriege ich sie, wenn ich wieder dahin gehe, wo ich hergekommen bin. Da muss eins hin, da müssen zwei hin, da drüben kommt was raus. Da unten muss auch was hin. Hier habe ich im Prinzip die Quellen. Da ist nämlich der Baum. So, hier würde ich theoretisch die Punkte kriegen. Ich muss dann da hinten rein. Das heißt, ich muss an einen der beiden Seiten irgendwie reinkommen. Da haben wir noch einen Baum, den ich nutzen kann. Ich weiß nur nicht, wie ich da rankomme. Vielleicht sollte man einfach mal diesen Knopf da drücken. Das ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Sehr intelligent, hier einfach nur rumzulaufen und nicht dran zu denken, mal einen Knopf zu drücken, wenn ich einen sehe. Danke. Vielen Dank. Schon haben wir die Möglichkeit, weiterzukommen. Geht doch. Augen auf beim Level lösen. Wir haben da drüben zwei... Wir brauchen einen violetten und einen orangenen. Da ist der orange, den ich da brauche. Okay.
Oh, wie cool sind die denn? Das ist ja mal cool. Das sind Halblinge. Weil das ein gemeinsamer Baum ist. Sehr interessant. Okay, dann kommt ihr mal mit. Was muss da hin? Da muss Orangen, unten muss Violetten. Na cool, das heißt, den ersten kann ich direkt da hinstellen. Der ist schon richtig. Und den zweiten müssen wir dementsprechend drehen. Kriege ich dich da irgendwie draufgestellt? Nein, weil ich nicht springen kann. So. Ich wollte zur roten gehen. In Ordnung, wir müssen den da hinbringen. Aber eigentlich, wenn ich doch jetzt mich hier hinstelle, müsste ich ihn doch aufheben können, oder? Ja. Aber der andere fällt dann runter, alles klar. Never mind. Ich muss den da unten mit stabilisieren. Sehr gut. Okay, das Problem ist, wenn ich jetzt auf die Violette gehe, kommt er zurück. Der andere fällt aber runter. Okay, das heißt, wir müssen beide Roten an der einen Stelle so hinstellen, damit er das hält. In Ordnung. Dann nehmen wir das hier drüben bei den Violetten, weil ich das gerade habe. Dann wechseln wir das auf Orangene. Dann dürfte der hier nämlich nicht fallen. Und fallen heißt in dem Falle hier runter. So. Wenn wir jetzt auf Orange wechseln, dürfte das hier nicht wegfallen. Genau. Wunderbar. Und dann wechseln wir auf Grün und gehen hier raus. Sehr schön. Da habe ich natürlich vorher nicht drauf geachtet, dass sie genau gegenüberliegend sind. Man muss alles irgendwie im Blick halten. Ein neuer Knopf. Den sehe ich direkt. Diesmal achte ich drauf. Da wird der Knopf gedrückt, wenn da einer ist. Das ist so gut gemacht. Ich finde, das sieht so schön aus. Okay. Komplett leeres, grünes Gebäude. Mehr ist hier nicht. Musik ist auch angenehm. So beruhigend. Ich scheine etwas weiter runter zu kommen. Ich scheine Fortschritt zu machen hier. Ja, weil hier ist ein Baum. Und jetzt komme ich hier raus. Wir haben eine komplett neue Ebene erreicht. Ja, hier... Ich dachte eigentlich, ich muss bei dem anderen erst was machen. Aber gut, jetzt werden wir halt hier auf der Welt versuchen, Fortschritt zu haben. Allerdings... würde ich mir hier mal so ein gelbes Ding mitnehmen wollen. Da, danke. Dich nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob ich dich gebrauchen kann,
aber du bist hier. Also wird es einen Grund geben, dass es dort einen Baum gibt. Ich komme zu dir. Teil, dass ich hab runter. Sind wir wieder raus? Geronimo! Das war so jetzt nicht geplant. Ich wollte dich eigentlich aufnehmen. Also ich sehe da überall immer die... Ah, ich muss hier unten drunter hin. Ah! Durch Zufall den richtigen Weg gefunden. Manchmal heißt es einfach auch sich fallen lassen. Drauf einlassen, was auf einen wartet. Und das mache ich hier jetzt mal. Gar nicht überdenken. Oder zerdenken vielleicht. Mhm. Da drüben ist ein Knopf. Der aktiviert da irgendwas. Wollen wir nochmal schauen, was genau der aktiviert. Dieses Rohrsystem, nenne ich es mal. Aha. Gut, jetzt haben wir eine Kugel, die wir durchleiten müssen. Dann machen wir das doch mal. Jetzt brauche ich hier wieder den Boden. Dann hier wieder den Boden. Dann brauche ich dort den Boden. Und dann passiert was. Nett, wir kriegen ein neues Element dazu. Jetzt haben wir noch eine Kugel. Es wiederholt sich irgendwie nichts bisher. Das ist gut. Es ist gut, wenn immer wieder was Neues dazukommt. Das wollte ich nicht. Moment. Linksklick ist aktivieren. Rechtsklick ist Perspektivwechsel. Wenn wir da durchgehen, können wir uns selbst fühlen wie die Kugel, die durch so ein Rohrsystem geht. Hier ist schon aktiviert. Aha. Ist hier leichter Grafikfehler gefühlt, weil man hier das nicht sieht. Teilweise, aber das ist nicht so schlimm. Ist das ein Level, in dem wir schon waren? Nein, ich muss es einfach nur rausnehmen, um da hochzukommen. Gut, dann nehmen wir dich mit. Es macht sogar Geräusche, wenn ich das über den Boden ziehe. Das habe ich auch noch nicht gemerkt. Sehr schön. Oh, und wir können direkt hier drüben das Teil reintun. Oder? Nein. Aber wir sind wieder raus aus der Insel. Ich dachte ja eigentlich, dass wir in der blauen Welt weitermachen müssten. Aber jetzt sind wir offensichtlich hier raus im roten Bereich. Dankeschön. Jetzt haben wir auch eine Treppe, die erscheinen kann. Eine Decke, eine Treppe, die ins Nichts geht, gefühlt. Außer natürlich, man läuft an einer Decke weiter. Das Haus, das Verrückte macht. Fühlt man sich so klein, wenn man hier durchläuft. Man hört so ganz leise die Schritte hallen. Das zeigt auch nochmal, wie groß hier der Raum eigentlich ist im Vergleich zu uns. Ich würde den mal so nehmen, gell? Kann ich nicht. Das ist ein besonderer Baum. Kann ich dich im Grün nehmen? Nein, du bist schon... Du leuchtest rot.
Blauen darf ich dich auch nicht nehmen. Im Grünen? Nein. Weil du ein Roter bist. Okay, wir lassen das einfach mal erstmal da stehen. Und schauen mal, wie es weitergeht. Da muss irgendwas mit gemacht werden. Ist auch hier die Linie. Bin mir nicht ganz im Klaren, was hier gemacht werden muss. Ich würde erstmal gern wieder in die rote. In die rote Ding gehen. So. Also ich kann den hier ja nicht nehmen. Der scheint auch nicht gesund zu sein, der Baum. Wir gehen erstmal weiter. Gucken, ob wir da wieder zurückkommen müssen. Aber ich habe das Gefühl, das führt einfach nur wieder zum Ursprung zurück. Wobei Ursprung, wir sind da um die Treppe hochgekommen. Ich meine, es verbindet auf jeden Fall hier drüben die Teile. Sodass man, egal ob man rechts oder links rumgeht, immer zu diesem Punkt kommt. Weil mehr ist hier auch nicht. Da oben ist ein Baum. Da haben wir das Rohrpostsystem. Was soll ich mit dir tun? Was soll ich machen mit dir, Baum? Antworte mir. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht im Klaren. Was möchtest du von mir? Ich meine, das ist eindeutig der Schnellreiseweg. Einfach immer nur durchfallen lassen. Gar nicht erst laufen. Aber wir schauen uns mal hier drüben bei der Treppe nochmal um. Die führt uns dahin. Wenn wir sie jetzt drehen. Oh mein Gott, das ist so verwirrend manchmal. Das ist gar nicht mal so simpel. Ich habe da gerade so ein bisschen das Problem, die Orientierung zu behalten. Aber gut,
Vielleicht werde ich meine Orientierung in der nächsten Episode wiederfinden. Ich hoffe es zumindest. Nachdem wir ja im Prinzip diesen anderen Raum so wieder verlassen haben, ohne dass wir da irgendwas getan haben, bin ich mal gespannt, ob wir hier etwas tun können. Weil das sieht auch nicht gut aus hier. Irgendwas stimmt da mit dem Baum nicht. Wir müssen das klären. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe ich sehr dabei, wenn es weitergeht beim Manifold Garden. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.